Zweiter Spieltag der zweiten Frauen-Bundesliga der Saison 2009-2010. Die Mannschaft des 1. FC Lok Leipzig empfing am heutigen Tag die Mannschaft des FFC Oldesloe. Endergebnis 1:2, heißt Heimniederlage für Lok Leipzig. An meiner Seite die Trainer beider Mannschaften, Trainer der Gäste, Herr Clausen, Trainer von Lok Leipzig, Herr Toss. Wie ich das im vorigen Jahr dann schon angefangen habe, derjenige, der das Spiel gewinnt, hat das erste Wort. Herr Clausen, Ihre Mannschaft hat am vorigen Wochenende Werder Bremen geschlagen, heute das Spiel in Leipzig gedreht. Sie fahren sicherlich glücklich nach Hause. Ja, natürlich fahren wir glücklich nach Hause und das war insgesamt gesehen natürlich auch ein glücklicher Sieg, weil wir in der ersten Halbzeit ein ganz schlechtes Spiel hier abgeliefert haben. Wir waren überhaupt nicht präsent, von der Körpersprache angefangen bis zur halbherzigen Aktion. Das Tor, das wir da fingen, das ja ein Geschenk war unsererseits in der fünften Minute, sprach Bände. Das war so ein Standbild unseres gesamten Spiels in der ersten Halbzeit. Wir haben nicht eine richtig vernünftige Aktion nach vorne machen können. Dafür habe ich dann in der Halbzeit bin ich auch sehr laut geworden in der Kabine. Und es ging zwar in der zweiten Halbzeit am Anfang auch so los, dass wir ziemlich in der Defensive standen, aber mit zunehmender Spieldauer kam es eben zu Aktionen, die wir nutzten, wo wir dann auch, muss ich sagen, danke an die Lokabwehr auch da hinten, in bestimmte Situationen und die Räume auch nutzten. Dann bei dem 1-1 war das eine 2-2-gegen-2-Situation, wo die Gaetana Lippert den Ball sehr gut natürlich da reinspielt und die Lieber Zunke ihn hervorragend abschließt. Und vor dem 2-1 war das ein Pass von der Lieber Zunke und das ist eben die Stärke von einer Gaetana Lippert, sich in solchen Situationen dann da auch durchzusetzen. Und ich sag mal so, wir hatten auch noch die eine oder andere Chance da durch die kleine Michelle van Atten, die da alleine vor der Torlinie steht, die Gaetana Lippert auch. Also zweite Halbzeit bin ich mit Sicherheit zufrieden, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und ja, wir fahren sehr zufrieden nach Hause. Herr Toss, in den DFB-News gab es diese Woche eine Überschrift. Sven Toss erwartet Wiedergutmachung nach dem Spiel in Herford. Erste Halbzeit sicherlich, aber in der zweiten Halbzeit, was war da los? Ja, jeder sehen, was da los war. Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler. Ich glaube, vor dem Spiel sagt, dass wir hier Angriffspressing spielen wollen. Das haben wir in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Aber ich musste eben in der Phase, wo der Gegner ungeordnet ist, nämlich in den ersten 25 Minuten, das zweite Tor nachlegen. Weil dann will ich mal sehen, ob ein Gegner nochmal wiederkommt auswärts. Unser Problem ist halt immer, dass wir dann in der zweiten Halbzeit durch unsere Fehler, die auch aus meiner Sicht noch normal sind, weil wenn ich eine 16-jährige Innenverteidigerin habe, die ich umgeschult habe dazu, die vorher zwei Jahre lang oder zwei Ligen unter der zweiten Liga gespielt hat, dann macht die auch noch Fehler, aber wir müssen langsam auch mal anfangen, aus den Fehlern zu lernen. Für mich unverständlich, das aberkannte Tor. Ich meine, die hat ja ihre Linie weitergepfiffen, dass sie jeden Kontakt im 5-Meter-Raum, nur diesmal war ja kein Kontakt, sondern die Torhüterin hat einfach einen Ball fallen lassen und dann war der Ball spielbar und frei. Aber ich äußere mich sonst nicht zu Schiedsrichtern, aber diesmal muss ich sagen, ich habe von eine Kritik gehört von beiden Mannschaften vom letzten Wochenende und dem schließe ich mich an, weil wie man so auch kleinlich und unsicher, aber in eine Richtung pfeifen kann, wie gesagt, das mache ich nicht fest als Niederlage, aber ein Unentschieden wäre hier verdient gewesen, auch mit den beiden 100%igen Chancen kurz vorm Ende noch. Aber so ist das eben, wenn du hinten liegst, dann machst du eben so eine Bälle nicht. Und was die kämpferische und die Moral anbelangt, mache ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Und da haben sie für mich wieder Gutmachung betrieben. Das Ergebnis ist natürlich unbefriedigend. Die Fans haben am Spielfeldrand bzw. auf der Tribüne den Eindruck gehabt, Herr Toss, dass in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit konditionell die Mannschaft nicht eigentlich das Niveau hatte, was man sonst die Jahre zuvor bzw. in der vorigen Saison von der Mannschaft gesehen hat. Gibt es dort noch ein Defizit? Wenn ihr den Eindruck habt als Fans auf der Tribüne, dann ist das gut und schön. Dazu äußere ich mich nicht, weil ich das für absolut Quatsch halte. Weil wenn wir in der letzten Viertelstunde hier noch drücken auf das 2-2, dann, wenn man keine Kraft mehr hat, dann kann man das nicht mehr. Aber wenn ihr dazu seht, dann bitte schön. Herr Clausen, Ihre Mannschaft hat Werder Bremen geschlagen, gehandelt als Mitfavorit auf die Meisterschaft, beziehungsweise, ich zitiere dort in dem Moment mal gerne Herrn Toss, Werder Bremen sicherlich auch so eine gewisse Wundertüte, wo man am Anfang der Saison nicht so richtig wusste, was die Mannschaft zu leisten in der Lage ist. Jetzt Lok Leipzig, greifen Sie ganz oben mit an? Nein, das ist für mich absolut vermessen. Also wir sind und bleiben eine Mannschaft, die sich in der zweiten Liga etablieren muss,
ja, der in Zukunft dort liegt, wenn da sich strukturell grundsätzlich was ändert. Wir verlieren immer wieder gute Spielerinnen, gut, die Theresa Blum ist wieder dauernd verletzt, aber die Desiree Steinicke zum HSV, die Johanna Wöhler ist im Augenblick in Spanien und es ist immer sehr schwer für uns, Spielerinnen zu rekrutieren. Das sind immer aus unterklassigen Mannschaften. Wenn die woanders hingehen, dann gehen sie zum HSV. Nicht? Da kriegen wir nicht viel. Und da standen heute ja am Ende des Spiels standen 5 neue Spielerinnen auf dem Platz. Die brauchen Zeit. So, was dann möglich ist, letztes Jahr der 6. Platz war der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Wir standen 6 Punkte vor Holstein, die immer gerne sie als Nummer 1 titulieren. Das war ein Riesenerfolg. Und wenn wir das wiederholen, sind wir auch hochzufrieden. Herr Tuss, beim letzten Heimspiel hier gegen Oldesloe war die Situation, dass Ihre Mannschaft mindestens 20 Torchancen hatte. Damals haben Sie im Interview gesagt, der Unterschied in der heutigen Partie war eine Gaetana Lippert. Eine Spielerin, die dann einfach vorne das Tor macht. Sie haben immer dazu gerne gesagt, die Knipserin. Bei Lok Leipzig gibt es jetzt auch viele Spielerinnen, die neu in die Mannschaft gekommen sind, auch im Sturm. Ist diese Knipserin schon zu sehen? Scheinbar ja nicht, hat man ja heute gesehen. Dann darf ich hier an der Stelle den beiden Trainern für das Gespräch danken. Herr Clausen, ich wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft eine gute Heimfahrt. Herr Tuss, das nächste Heimspiel unter Flutlicht gegen Heuneuendorf sehen wir uns hier wieder. Und dann 3 Punkte. Schön.